Hallöchen zusammen. Ich habe einen kleinen Haul für euch. Ich war bei Fresmann und bei Action. Das möchte ich euch jetzt eben zeigen und dann möchte ich die Sachen auch schon wegräumen bzw. verschenken. Ich zeige euch auch gleich warum. Ich habe erstmal für mich ein paar Eisbonbons geholt. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich sie lutschen soll oder ob ich da ein leckeres Getränk draus machen soll. Für den einen oder anderen beschwipsten Abend. Das überlege ich mir noch. Die kommen erstmal in den Schrank und mal schauen, vielleicht lutsche ich die Hälfte und die andere Hälfte trinke ich. Das war bei Fresmann. Dann habe ich für meinen Sohn ein Auto gekauft in meiner Lieblingsfarbe. Den finde ich total cool. Den werde ich ihm gleich schenken. Mein Sohn ist im Moment leider sehr krank. Mich hat es leider auch ein bisschen erwischt, muss ich sagen. Ich liege um mit, ja, beziehungsweise ich arbeite trotzdem noch. Ja, Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Außerdem bin ich etwas angeschlagen. Also von daher im Moment ist bei mir auch nicht so rosig. Aber sei es drum, dann habe ich ihm ein Chevrolet in Weiß geholt. Hier sieht man sogar noch den Preis, der war runtergesetzt. Den mache ich jetzt erstmal ab. Braucht der Kleine ja nicht unbedingt sehen, oder das interessiert ihn sowieso nicht, aber trotzdem. Und er liebt ja diese Autos und spielt total gerne damit, hat auch sehr, sehr viele. Und dann natürlich noch, ja, da ist die Packung leider nicht mehr so schön. Ein Auto in seiner Lieblingsfarbe. Der musste unbedingt mit. Ich hatte gehofft, ich finde noch einen mit einer Verpackung, die nicht ganz so gelitten hat, aber naja, nun, sei es drum, ist nicht schlimm. Ich werde die gleich entweder ganz abnehmen und ihm schenken oder einfach hier das Ding abmachen oder kleben, ich weiß es noch nicht. Naja, das war das letzte Teil von Fresmann. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich im Action geholt habe. Das ist halt, wie gesagt, nur ein kleines, schnelles Video. Ihr hört's, ich bin auch noch ein bisschen heiser. Ich war gestern bei Jürgen von der Lippe und das war so lustig und ich habe echt gelacht und ja, danach gab es auch den einen oder anderen Umtrunk. Ich bin auch erst heute Morgen dann um 2:30 im Bett gewesen und um 7:30 wieder wach. Also verzeiht mir, ich schwächel noch etwas. Ich habe mir bei Action Fußmasken geholt. Einmal mit Kokosnuss. Ich hatte das schon mal gemacht und danach fand ich meine Füße so schön weich. Und ich dachte mir, das gönne ich mir jetzt einfach nochmal. Und dann habe ich mir noch eins mit Vanille geholt. Und irgendwann an einem Wochenende oder wenn ich mal irgendwie in der Woche Zeit habe, ein paar Tage für mich oder so, mache ich mal so einen kleinen Beauty-Tag und gönne mir einfach mal selber etwas, ich sage jetzt mal Wellness. So, dann habe ich geholt diese Sticks. Das sind Düngersticks für meine wunderschönen neuen Pflanzen, die ich bekommen habe und mir teilweise selbst gekauft habe. Die müssen im Moment in der Blütezeit gedüngt werden. Und dafür habe ich diese zwei Packungen mitgenommen. Und dann für den Frühjahr, um meine Pflanze im auf dem Balkon wieder zu stutzen, brauchte ich jetzt endlich mal eine Gartenschere, weil ich einfach durch dieses Gestänge nicht mehr durchkomme. Ich kann da dran rumknicken und machen und tun, das bringt einfach nichts. Und deswegen dachte ich mir, ich hole mir diese mal. Die kann ich jetzt auch direkt mal auspacken. Ich will mal wissen, wie die so in der Hand liegt und wie die sich anfühlt. Gucken, ob ich das hier irgendwie drunter kommen mit meiner dicken Schere. Ja, klappt. Hier ist auch extra ein Griff, ne, als Sicherung. Und sie fühlt sich wirklich gut an. Und ich denke, wird mir auch meine Arbeit definitiv erleichtern, um mein Bäumchen etwas zurückzustutzen. Von daher war auch ja nicht teuer, aber ist ja, ne? Kennt ihr ja. So, und dann habe ich mir noch als letztes etwas geholt. Das hole ich mir immer mal wieder zum Kochen.
Das ist Knoblauchöl. Hier sieht man auch Knoblauchstückchen hier, falls man das so besser sieht vielleicht. Die sind da drin und das ist super lecker. Also ich mag das sehr, sehr gerne zum Kochen. Finde ich das richtig toll. Zum Anbraten und allem, was man so machen kann. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist richtig lecker. Ja, und das war tatsächlich auch schon mein Haul. Mehr habe ich nicht. Also es ist kurz und bündig geworden. Ja, ansonsten würde ich euch gerne noch daran erinnern, beim ATC-Bastelaufruf mitzumachen. Ihr wisst, eine ATC pro Monat, drei ATCs also im Quartal. Und also, wenn ihr mitmachen wollt, ein Bild pro Quartal. Schaut einfach mal bei dem ATC-Video rein, bei meinem Bastelaufruf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr habt ja jetzt auch noch Zeit. Ja, bis, ich glaube, zum 20.03. war der erste Einsendeschluss. Dann kann ich euch die ATCs zeigen und eure ATCs dann auch dementsprechend einblenden, wenn ihr mir ein Bild schickt. Und ja, mehr wollte ich gar nicht. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende vor allen Dingen. Und bleibt so wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund und passt bitte auf euch auf. Wir sehen uns bald wieder und bis dahin. Und mal wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache am Ende des Videos. Wenn euch mein YouTube-Kanal gefällt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal kostenfrei abonniert. Ihr dürft mir natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen. Umso mehr freue ich mich auch über ein Like. Und ja, für euch sind es nur ein paar Klicks, aber mir hilft das halt weiter, um dem YouTube-Algorithmus zu suggerieren, die Videos werden gemocht und so können auch andere Leute und YouTube-Nutzer meine Videos schauen. Und wenn ihr natürlich möchtet, könnt ihr mich auch anderweitig verlinken.